Alles ist gut. Fuck you. Fuck you. Ich weiß es doch auch nicht. Ich frage mich, was leichteres. Okay, ich habe keine Munition verballert. Ein paar Messer. Wie viel habe ich jetzt noch? 2. Geil. Okay, wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt wirklich? Vorräte. Vorräte. Na gut, Vorräte klingt schon mal gut. Ja, ich brauche Dinge, ich brauche Messer, ich muss Sachen machen für Messer, verfluchte Scheiße. So, wagt es hier jemand, sich raus zu katapultieren? Scheiß Tür zu. Okay. Ja, ja. Okay, nice. Hier kann eigentlich keiner kommen, oder? Das ist... I don't know. Aber da hier ein Ding zum Sammeln ist, schätze ich mal stark, dass hier was passiert. Aber ich hoffe es halt nicht. Das wird safe was passieren. Das ist doch ein Witz. Donnerstag. Also zum Parkhaus. Okay, jetzt ist wieder das hier mit dem Orientierungssinn. Da sind wir gekommen, also hier ist nichts hier. Wo waren die Einstellungen mit dem richtig fetten? Keine Ahnung. Notaufnahme. Ich werde wahnsinnig, ich dachte schon, ich habe irgendwie aus dem, keine Ahnung, hintersten Geräusch irgendwie Stalker gehört. Habe ich halt, glaube ich, einen Shrambler oder so einen richtig fetten. Ja, was weiß ich. Frag mich, was leider, was hier passiert. Ich gehe hier nicht durch. Ich gehe auf gar keinen Fall durch, weil die Fotze bewegt sich safe. Soll ich die abknallen? Die bewegt sich. Oder auch nicht. Die sich nicht bewegt. Wenn ich hier durch muss, Alter. Wenn ich hier durch muss. Wehe. Oh Mann, ich weiß doch nicht, wer sich hier bewegen kann, wenn ich. Oh. Quatsch, hier war ich schon, ich Vollidiot. Nee, doch, nee. Hä? War ich hier schon? Scheiße, hier war... Oh, oh. Hier war ich schon. Und die Tür war voll zu. Mhm, hier war ich schon. Ja. Geil. Ja. Ist jetzt gut, dass die Tür offen ist. Aber von wem? Ich dachte eigentlich, das ist hier der Krankenwagen. Aber anscheinend nicht. Du bist wieder, keine Ahnung. Ja, das freut mich auch gerade. Irgendeine richtig fette Sau, schätze ich. Wo bin ich hier? Ein Auto. Garage? Keine Panik. Hol das Zeug und nichts wie raus hier. Ja, hol das Zeug, du bist witzig. Wenn ich mal wüsste, wo. Hol das Zeug, sagt sie. Ja, hol das Zeug wahrscheinlich aus einem Krankenwagen, aber wo ist hier ein Krankenwagen? Hier. Oh Gott. Wie einladend er nämlich hier auch schon steht, der Scheiß. Weißt du? Ja, Bingo.
Wird sich irgendeine Kacke gleich passieren. Ich sehe es jetzt schon kommen. Oh, oh. Okay, doch nicht. Ich wundere mich gerade sehr, aber ist okay. Geil. Ja. Okay. Und du? Nix. Da ist er aber drin jetzt. Na, endlich. Gleich gibt's was zu feiern. Ja, natürlich. Ach du Scheiße! Was ist jetzt vor? Ah! Geh auf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lauf! Lauf! Was ist denn das für ein Viech? Mach die scheiß Tür auf, 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 mach die scheiß Tür auf. Das ist doch nicht euer scheiß Ernst. Ich habe absolut keine Ahnung wohin. Fuck! Das ist ein Viech mit Milliarden infiziert, aber lauf! Ja, Summer! Oi, 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 oi. Oh, wir sind tot, 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 wir sind tot. Du Scheiße! Endgegner ist da! Ich weiß noch absolut nicht, wie die den besiegen soll. Oida! Jaha! Jetzt schon wieder. Alter, was ist das? Wow! Wow! Jockin! Wieder das Instant-Tod-Thema. Ich wollte eigentlich vorbei, aber ist okay. Scheiße, wie soll ich das machen? Wie ich ja keine Mühe mehr für das Ding. Mann! Wie soll ich hier vorbeikommen mit dem Wichser? Alter. Okay, hier werde ich 1 Milliarde mal verrecken, weil ich weiß echt nicht, wie ich das jetzt machen soll. Das juckt ja auch nicht. Ich will vorbeikommen! Ich kann da nichts machen. Ich will vorbeikommen bei dem Arsch. Ich muss zuerst vorbeilaufen. Ich muss irgendwie vorbeilaufen. Okay. Aber nur jetzt habe ich keine Ahnung. Das
ist doch ein Witz. Okay, ich kann hier auch weiter. Okay. Ne, kann ich nicht. Lauf. Leute, wie soll ich das machen? Oder was soll ich machen? Okay. Bist du tot? Du bist tot? Als ob das Viech tot ist. Wer lebt noch? Das eine Ding lebt noch. Lebst du auch noch? Wo ist der scheiß Stalker? Ich check's nicht. Wer lebt jetzt noch? Das eine Kackviech. Das Fett ist tot. Das Fett ist tot? Alter, wie stark ist diese Waffe bitte? Okay, Warte. Ich muss kurz wechseln. Nee. Ich muss so wechseln, ich dämlicher Hund. Wo ist dieses verfickte fucking Stalker-Viech? Oi, da! Ich habe auch nicht gewusst, dass es hinten weitergeht. Ich dachte, ich muss vorbei an dem, deswegen wollte ich ganz vorbeilaufen. Jesus, man sieht ja auch sehr viel. Holy Macaroli. Also was jetzt? Ist das Viech jetzt tot? Also kann ich mich verpissen. Okay, dann verpisse ich mich jetzt. Also Munition ansammeln als fuck. Nachladen tue ich dann draußen. Weil ich will jetzt so schnell wie es geht raus jetzt hier. Ich hätte auch bei die Tür da reingehen können. Ich bin mir nicht sicher, ob das Vieh tot ist. Ich traue das Spiel nicht. Das bewegt sich auf jeden Fall nicht. Tipp, leck mich Tipp. Ich kann mich denken, wohin. Heilige Scheiße. Aber es ist irgendwie noch Party-Time, also es ist noch Kampfmodus. Was noch im Kampfmodus ist, warte. Okay, wo ging ich jetzt nochmal raus? Jetzt weiß ich doch nicht. Mein Fehler. Wie alt unter Wasser ist nämlich? Okay, ja. Wo? Ja, ey. Okay. Das habe ich gemeint. Dieser verschissene Stalker ist noch am Leben. Wenn es nicht sogar der war, der was von dem Viech runtergekommen ist. Ja, genau in die Höhle des Löwen am besten, Alter. Gott verdammt. Wow! Ja, das habe ich gedacht. Was hält denn das nicht aus? Du kleine Kackbratze, Alter, komm her jetzt! Du scheiß Kanalie! Alter! Ja, genau! Nein! Verhurntes Mistviech! Du verfluchter Stalker, wenn ich dich nochmal sehe! Boah, komm! Du dreckiges Mistviech!
Fuck you! Fuck you! Die ganze Munition verballert! Du scheiß Schlampe, du elendige! Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig mit diesem Spiel. Ich höre schon wieder irgendwas. Ich sag's gleich. Wenn dieses verfickte große Monster noch mal auftaucht. Alter, ich werde. Na, nee, nee. Dann ist hier Zappenduster. Geil. Meine stärkste Waffe ist jetzt da gone. Also nicht gone, aber keine Munition. Das freut mich. Ich bin voll, okay. Junge. Okay. Ich weiß nicht, welche Waffe ich ausrüstet. Keine Ahnung. Gott verdammt, ich hätte echt nie gedacht, dass mir das kleine Viech solche Probleme macht. Also nicht solche Probleme wie das große Viech, okay. Aber nervig halt. Dass er nervig war, weiß ich schon, aber das war halt so ein Stalker-Endgegner-mäßiger. So, du bewegst dich ja nicht, du bist nur ein scheiß Skelett, oder? Ich hoffe's. Und hier ist auch keiner, ich hoffe's. So, können wir jetzt endlich bitte raus aus dieser Scheiße hier? Ich habe keinen Bock mehr. Wo sind wir? Beim Parkding. Rüste eine Waffe aus, ich sag dir, rüste scheiß Waffe aus. Nee. Ich würde es ja auch nicht glauben, wenn ich es gerade selber durchmachen würde. Also wenn du es Ellie so sagen würdest, was du für eine Scheiße durchgemacht hast, würde ich es dir auch nicht glauben. So. Alter. Es sieht richtig gut aus. Ich glaube, ich bin den richtigen Weg. Jawohl, let's get the fuck out of here, Alter. Let's get the fuck out of here. Aus dieser Hölle. Oh, endlich. Dann bin ich froh, dass dieses Viech tot ist, das große. Da bin ich mir nicht sicher bei Yara, aber... Wunderbar, was ist jetzt? Ist es? Left! Oh. Willst du sie streicheln? Ist okay. Ja, siehst du. Fertig. Du kannst jetzt zu ihr, wenn du willst. Kommt sie wieder in Ordnung? Ja, kommt sie. Hey. Es sind nur Kinder.
weiß. Was ist mit uns passiert? Vielleicht haben wir aufgehört, nach dem Licht zu suchen. Vielleicht. Ich werde mal nach den Mädchen sehen. Okay. Schon wieder hier. Was sieht's denn jetzt schon wieder? Vorhin hat sie den, also beim letzten Mal hat sie den Tod von Lev und Yara selbst gesehen. Jetzt, das war ein Albtraum. Beim ersten Mal hat sie eh das gesehen wegen ihrem Vater. Was sieht sie jetzt? Wie Ellie stippert wird? Weil diesmal ist ja nicht so aufgebaut und diesmal läuft sie nicht so. Owen? Ich bin's nur. Warum bist du noch wach? Ich hab Yaras Verband gewechselt. Unglaublich, wie gut sie sich hält. Naja, Scars sind hart. Worüber streiten sie sich? Wer will nicht weg aus Seattle? Owen hat gesagt, sie können mit nach Santa Barbara. Das ist typisch Owen. Ich dachte, du hättest ihm das inzwischen ausgeredet. Eigentlich werde ich mitgehen. Aber nicht, wenn du mitkommst. Was? Ihm kannst du vielleicht was vormachen. Aber mir nicht. Ich mache niemandem was vor. Isaacs Topscar-Jägerin entdeckt plötzlich ihr Herz. Und das hat nichts mit Owen zu tun, ja? Ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Du bist echt scheiße, Abby. Warst du schon immer. Du kannst mich mal. Du willst den Kindern was Gutes tun? Dann lass sie in Ruhe und verarsch sie nicht auch noch.
ihr Shirt. Bist du okay? Was macht der Arm? Es ist besser als heute Morgen. Hat Lev sich beruhigt? Was wird er noch? Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Er war ziemlich sauer. Es ist doch er, es ist doch ein Junge. Ich check es, ich check's nicht. Ich check's nicht. Das ist ein Drama hier. Da kannst du keinem erzählen. Wo sind wir jetzt überhaupt schon wieder? Also im Aquarium schon klar, aber wo im Aquarium? Nerv, komm bitte zurück! Sag mal, wer wollte jetzt hier abhauen, wer nicht? Ich glaube, Lev wollte hier bleiben. Genau. Er sorgt sich um unsere Mom. Ah. Was sie unseretwegen mit ihr machen. Sollte er sich denn sorgen? Er muss sich jetzt auf seine eigene Sicherheit konzentrieren. Hier mit dem Pfeifen nochmal. Was könnte ihr passieren? Manchmal müssen Eltern für die Sünden ihre Kinder büßen. Unsere Mom ist tiefgläubig. Sie wird das durchstehen. Deswegen zu helfen? Er kann sie nicht zum Gehen überreden. Niemand könnte das. Mich beschäftigt mehr, was sie mit ihm anstellen könnte. Lev, es tut mir leid. Lev, komm schon raus. Lev! Weißt du, ich frag mich, ob er die gesehen hat. Er liebt Haie. Liebt Haie und was das mehr, ne? Er war wirklich offen zu dir. Unsere Todesangst hat uns verbunden. Er meinte, du warst sehr mutig. Hörst du das? Lev! Lol. Hey, ist okay. Ist okay. Sie will nur spielen. Hey, Mädchen. Was hast du da? Sie tut dir nichts. Okay, pass auf. Geronimo! Holz, Mädchen. Also, das ist Wasser. Ach so, das ist gar kein Wasser. Ja, gut dann. Ich glaube, sie will, dass du nochmal wirst. Okay, einmal noch. Ja, hier durch. Ja, so schnell. Das sieht richtig geil aus. Willst du auch mal? Das wäre keine gute Idee. Mach! Sie beißt mich doch nicht, oder? Nein, versprochen. Das siehst du. Das siehst du. Kann ich nochmal? Das würde mir bestimmt gefallen. Ich tut es mal gut, hier keine verkackten Infizierten zu haben. Wir sollten weiter nach ihm suchen. Ja. Will ich aber nicht. Ja, doch. Ist dein Bruder. Okay, es ist. Warum aber Lilly dann? Das stelle ich mir nicht. Wer hat. Irgendwer hat mal Lilly irgendwas gesagt? Keine Ahnung.